Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Grauer Wolf. Heute wollen wir mit der 777 von Kapitän Sim in die Luft gehen. Jo, also, zuerst suchen wir uns das Flugzeug hier raus. Ganz viele, aber wir wollen ja mit der einen starten, wo ich gezeigt habe, von Kapitän Sim. Lackierungen habe ich mir auch runtergeladen. Könnt ihr ja machen, wenn ihr wollt, mache ich dazu ein Video. Aber denkt, das ist nicht wirklich groß notwendig. Ich werde es euch unten vielleicht zum TO verlinken, dann könnt ihr sie auch runterladen. So, auf jeden Fall wollten wir davon fliegen. Und wir fliegen von, ich würde sagen, wir fliegen keine lange Strecke, wir fliegen von Frankfurt bis nach Leipzig. Ja, doch, würde ich sagen, oder ist das näher hier? Wir wollen keine lange Strecke fliegen, nur ganz kurz, ja. Köln-Bonn. Nein. Fliegen wir lieber nach Paderborn. So, also wir tun uns unsere Flugroute erstmal berechnen, wie bei jedem anderen auch. Dann tun wir unseren Luftraum. Wir wollen mit ILS nachher landen in dem nächsten Video, wo ich euch noch verlinken werde. Und dafür tun wir auch den Start immer zu weit vorwählen. So, jetzt können wir reingehen, dann sind wir gleich auf der Startbahn, wie immer. Und wenn nicht, und deswegen denke ich, wollte dieses Video auch anschauen. Wir wollen ja vom Gate aus starten. So. So, jetzt starten wir vom Gate aus. Wir haben alles zusammen angelegt. Flugbedienungen, alles gemacht. Navigationsflug, wie hoch wollen wir fliegen. Kann sich jetzt jeder selber festlegen, wie hoch er will oder nicht, wie hoch er will. 1500 Fuß wäre ein bisschen niedrig. So. Genau. Dann haben wir alles festgelegt. Und würde ich sagen, geht's los in die Maschine rein. So, dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's auch schon los. So, wir sind drinnen. Patsch. So, das ist hier die 777. Oder 747, je nachdem. Ich habe es ja schon vorgestellt, die Maschine, deswegen gehe ich da jetzt nicht so drauf ein. Das Video verlinke ich euch aber auch wieder wie immer unten. So, wir stehen hier, die Maschine ist aus. Und ja, würde ich sagen, wir machen erstmal die Batterie an. Jetzt haben wir, oder mir ist es so, ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht, dass wir hier mal drei Anzeigen haben und hier alles aus ist. Das heißt, was brauchen wir? Wir werden hier oben hingehen, auf die Flugsicherung, den kleinen Turm, und werden Bodendienste auf irgendeinen Boden einstellen und dann eine Stromversorgung. Jetzt haben wir das kleine Auto und gibt uns Strom. So. Dann können wir in der Zeit hier, wenn wir die dann haben, die externe Stromversorgung einschalten. Jetzt hier die beiden Knöpfchen. Dann ist die Maschine schon mal soweit startklar, dass wir sagen können, wir können vielleicht ein Catering schon mal kommen lassen. Die Chatway ist doch vielleicht mal den Catering Service kommen. Für 15 Minuten Flugzeit brauchen wir ja ein ganzes 5-Gänge-Menü. Deswegen lassen wir schon mal kommen. So. Dann brauchen wir dann noch die Chatway, quasi dieses Ding hier, dass die Leute einsteigen. Ich mache jetzt alles im Schnelldurchlauf, normalerweise würde ich ihn anschließen lassen. Dann würde ich mal mit der Chatway beginnen, dass wir wenigstens die Piloten ins Flugzeug kommen. Dann würde ich ihn kommen lassen und alles nach und nach. Ich mache jetzt alles gleichzeitig, damit schneller das Ganze geht und ich hier nicht 3 Stunden rumhänge, bis wir dann ready to fly sind. So, normalerweise, wie gesagt, nach und nach. Dann würde ich, wenn wir dann alles haben, soweit, mal das Gepäck kommen lassen, dass wir es einladen. Genau, in der Zeit, wie wir das Gepäck kommen lassen, können wir ja schon mal das Hilfsgepäck einschalten. Jetzt haben wir hier Whale. Wenn es mal nicht geht, warum auch immer, schaut mal hier hinten, ob dieses an ist, die Entlüftung an ist, dann geht es auf jeden Fall. Normal ist immer an hier. Und ja, genau, jetzt warten wir, bis hier on steht. Wenn er mal angeht, ich schaue nochmal, dass er angeht.
für den Pushback, dass wir, weil wir können ja nicht mit Kabel in die Luft gehen und fliegen mit Kabel. Funktioniert ja nicht. So, ihr hört's. Es zieht sie hier hinten an. So, mit der Zeit können wir hier schon mal und die IFR-Freigabe nehmen. Hier die Zahl 7000, die schalten wir uns hier im Autopilot in der Höhe ein. Die bleibt einfach drauf, weil nach unten, ihr könnt ihr mit dem Maus drehen, einschalten, zack, und dann hier drücken, mit die Hand kommen, dann drauf drücken. Jetzt haben wir sie hier drin stehen und die Geschwindigkeit unter 10.000, 250. Irgendwas einschalten hier oder 260, keine Ahnung, 250 glaube ich, aber ich will jetzt hier nicht lang rummachen. Ich gehe jetzt auf Höchstgeschwindigkeit von der Maschine, wo die gerade noch geht, sind 360. Alles drüber ist dann schon mal Overspeed. Aber wie gesagt, da könnt ihr auch langsamer fliegen. Ich will ja nur schnell fliegen, damit ich jetzt hier nicht das Video in die Länge ziehe, bis, weiß ich nicht, dann könnt ihr auch von Kairo nach Berlin fliegen. Keine Ahnung, wenn ihr ein langes Video machen wollt. Ich wollte nur kurz den Start erklären, wie das alles funktioniert. Welche Knöpfe ihr dafür drücken müsst und so weiter und so fort. Und genau, so. Deswegen ist das Reale gerade ein bisschen hinten an. Steht hinten an. So, um jetzt unsere zwei Haupttriebwerke zu starten. Wieder hier oben schauen. Den hier und den hier einschalten. Die Entlüftung. Und diesen Block hier. Also wie und wann. Weiß ich nicht, ich bin kein Kapitän, deswegen weiß ich nicht ganz sicher, wann wir wie die einschalten. Auf jeden Fall mit halt eingeschaltet und dann können wir, während wir den Pushback machen, oder ich mache es jetzt schon mal, unten einschalten, die Triebwerke. So, haben wir alles hier schon mal soweit, ja. Lass mal die Treadway wieder abkoppeln, also auf Bodendienste drin und der Treadway, dass sie dann weg ist. Und dann können wir in der Zeit die Triebwerke starten. Die Schubregelung können wir scharf machen, sowie den Flight Director anschalten, dass das mal gemacht ist für den Flug dann. So, dann können wir Pushback eigentlich, sage ich mal, starten und die beiden hier, links und rechts, die Triebwerke einschalten, nach und nach. Und jetzt haben wir, ich mache sie mal nach eins an und wenn es eine hochgefahren ist, das nächste an. Ihr seht es, dann fährt es hoch und dann startet sich das Ganze schon. Ist also eigentlich alles kein größeres, schweres Problem. Wenn wir zum Beispiel an A320 denken mit Fly-by-Wire-Mode, da ist ein bisschen mehr zu tun, aber habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Und wenn ich nicht auch noch vergesse, verlinke ich es euch. So, jetzt sollten wir die Parkbremse lösen. Und ganz wichtig, vergesse ich immer, unseren Sparcode einschalten hier unten. Den Transponder, weiß ich nicht was. Ich gehe mal ganz rüber, so weit drüber wie geht, sonst werden wir nachher gefunkt. Swarp einschalten, Swarp prüfen, irgend sowas. So. So, wie gesagt, hier, das ist an, dann können wir das weiter anschalten, noch schnell machen wir den Pushback-Stop und tun das nächste einschalten, dann warten wir, bis der Pushback ein bisschen weg ist, der Wagen, wir wollen ja nicht blenden bei dem nächsten, und zwar die Lichter, Rollbeleuchtung, die ganze Beleuchtung hier, weiß ich nicht, ob Eislicht, Tragblech, lässt aus, Strobolights und dann hier die Landelichter machen wir nicht an, aber die hier halt plus das hier, die Beleuchtung vorne ist die hier vorne, die schalten wir an den Boden, dass wir sehen, wo wir hinfahren wollen, wo, wie, was. So, Triebwerk startet und ja, genau, so mache ich das immer und dann können wir auch gleich los. So, Parkbremse habe ich gelöst. Wenn es hochgefahren ist, können wir eigentlich schon zur Ding rollen, zur Startbahn rollen, in der Zeit es hochfährt. Lassen wir uns die Freigabe geben, die Rollfreigabe. Mal kurz nachschauen, ob alles an ist.
So, Lichter, alles hier. So, jetzt haben wir die Rollfreigabe. Hier, ich wollte sagen, ich habe nicht mehr so blaue Punkte. Dann gehen wir ein bisschen beschleunigen wir die Triebwerke, also nicht Vollgas geben, sondern ein bisschen hoch beschleunigen, dass die Maschine sich ins Rollen setzt. Und ja, ich drehe mir immer hier immer noch schön ein bisschen höher. Da kann man selber entscheiden, wie viel ihr sehen wollt im Display. Genau. So, ich roll mir jetzt rüber zum Abflugposition der Startbahn. Ich schaue dann immer noch, ob alles gemacht wurde. Und jetzt sage ich mal, es ist quasi ein Schnelldurchlauf. Ich könnte jetzt hier auch eine Stunde rumstehen und quasi mit der Checkliste ausdrucken und das, was geht, machen, was nicht geht, nicht machen. Oder, weiß nicht, eine halbe Stunde Boarding machen, Stunde, 90 Minuten Boarding, keine Ahnung. Und meine Lieben mich freuen, dass ich ein Flugsimulator-Spiel spiele, aber normalerweise werde ich auch ein bisschen alles länger machen. Wie gesagt, jetzt für ein Video finde ich das ein bisschen doof, das Ganze in Länge zu ziehen und nur zu warten. Deswegen mache ich das alles jetzt ein bisschen schneller, sprich nicht so real, wie es wirklich ist, aber ich denke, das versteht ihr oder wisst ihr schon. So, zur 777 gibt es nicht viel zu sagen von Kapitän Sim. Die kostet ja 25 Euro ungefähr. Hab dazu auch schon ein Video gemacht, wie vorher erwähnt. Mal kurz B drücken, dass wir die Höhenmesser haben. So. Ja, wie schon vorher erwähnt, das habe ich ja Video schon gemacht, werde ich euch unten verlinken, das Video dazu. Mir gefällt sie über den Preis und wenn sie euch gefällt, würde mich gerne freuen, wenn ihr es unten in die Kommentare schreibt. Ob sie euch gefällt, ob ihr für das Geld mehr erwartet, vielleicht sogar weniger erwartet habt und dann doch überrascht seid, weil viele sagen ja immer Scram, Scheiße, nicht kaufen. Und ja. So, dann rollen wir mal. Normalerweise 20 Knoten hier, also hier unten, wir fahren zu schnell, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt worauf ich jetzt gerade mal Wert lege, sondern ich wollte euch sagen, wir vom Gate wegkommen zum Starten und dann halt starten, was wir hier in der Luft noch einstellen werden, damit wir mit Autopilot fliegen. Ich öffne mal die Karte. Genau, was wir da mit Autopilot, wie wir den einschalten, was wir einschalten müssen und was nicht und keine Ahnung. Gibt mir doch immer wieder die Frage, wie mache ich das jetzt? Ich bin bisher nur A320 geflogen und auf einmal sitzen im 747 Cockpit. Eigentlich die 777, aber ihr wisst schon. So. Genau. Wirklich viel ist noch nicht. Ich hoffe, dass die auch ein bisschen in der Tiefe mehr machen. Das hoffe ich doch schon. Dass man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, auch gerade Triebwerksbrand und so weiter und so fort, damit man da noch was machen kann. Was aber geht, sind die Scheibenwischer, ist auch cool. So, die gehen aber auch, wenn es nicht wirklich was bringt, weil das ist nur Optik. Also das, was wir brauchen zum Fliegen, zum Starten, zum Landen, das ist alles da, das funktioniert alles und mir reicht das. Habe ich ja schon in dem Review-Video gesagt, im Vorstellungsvideo von der Maschine. So, brems mal. Bisschen runter, ich fahre mal ein bisschen rüber, ich fahre mal über den Flughafen, egal. Und jetzt haben wir mal was an der gelben Linie drauf fahren. Ich weiß das, bevor es ja wieder irgendwer kommt, wie fährst du, grauer Wolf, bla bla bla. Ich will nur kurz starten, ich will das hier nicht lange das Video in die Länge ziehen. Die meisten klicken dann eh weiter und deswegen ist das Blödsinn jetzt hier ein riesen schönes langes Video zu machen. Wie schön ich Boarding machen kann, wie schön ich am Flughafen langfahren kann. Ich weiß 20 Knoten maximal. Oder was aber. Das sehe ich jetzt gerade mal als nicht so wichtig an. So. Dann haben wir eigentlich soweit alles. Anti-Eis, wenn wir später alles einschalten, auch die Frontheizung, Heckheizung. Das wäre blöd, Spiegel hier.
So, die Frontheizung wollen wir alles später einschalten. Die hier kann man über den Wolken rausholen, aber finde ich cool, aber brauchen wir natürlich bei dem Regen nicht und wir fliegen auch nicht über die Wolken. Weil wir haben ja eingestellt 15.000 Fuß. Wie genau das alles funktioniert, habe ich schon mal erklärt, deswegen will ich da auch nicht so wirklich drauf eingehen und wir sind da. So, das ist auch wieder ein normales Bild. Wir werden jetzt die Freigabe anfordern vom Tower, dass wir starten wollen, dass wir startklasse sind. Flaps fahren wir aus auf, ich mache immer 10, ich weiß gar nicht, ich glaube 10. Also ein 10 Grad Winkel hier. So, ausfahren und dann. Die Startfreigabe. Wenn ich nur gerade Parkbremse, weil ich sie aktiviert habe. So, Starterlaubnis erteilt. Und dann geht's auf die Bahn. So. Die Flaps sind ausgefahren und dann würde ich sagen, lass uns die Maschine in die Luft bringen, den Vogel. Irgendwie driftet er ein bisschen gerade nach links, nach rechts ab. So. Ich will nicht vom Feld aus starten, ich will schon gerne von der Startbahn starten. Wenn wir die Startgeschwindigkeit erreicht haben, sollte der Vogel hochgehen. Ja, er geht hoch. So, lass mal die Reifen mal einfahren. Und wir fliegen Richtung Horizont. So, Flaps einfahren. Und jetzt, wir haben es ja vorher schon gemacht, hier unten alles. Ich sage, wir sind alles eingeschaltet, dass wir es eben hier auch richtig fliegen. Und dazu den Autopilot aktivieren. Und hier LNAV-Modus und FLC bzw. die Höhe von 7000 drücken und halten. Dass wir hochgehen, da müsst ihr schauen. Deaktivieren geht nicht, da müsst ihr schon manuell irgendwie runterdrücken, hochziehen, Nase. Also das Steuerrad, damit der Autopilot rausgeht, ansonsten bleibt aktiviert. So. Das sieht jetzt hier dran, dass er hochgeht auf 7000 Fuß. Sollte er, das ist wieder dieser tolle Show-Effekt. Jetzt geht er hoch und wir haben nochmal gedrückt hier, Fingerchen warten. Wir können auch den hier Modus hier anschalten und hoch und dann geht es auf 7000 Fuß. Die Geschwindigkeit, wie gesagt, 60 ist zu viel, ich weiß. Gerade über Grund, bla bla bla, aber ich will ja nur kurz euch zeigen, wie das funktioniert und nicht jetzt wirklich hier einen super schönen Flug machen. Das war's dann soweit. Wir sind gestartet, wir haben alles eingeschaltet und jetzt könnten wir eigentlich nur noch auf Funk warten, dass wir höher steigen müssen auf die Flughöhe und dann vielleicht hier ausschalten und was ganz wichtig ist, die Window, die heißt die Scheibe einschalten, die von der Frontheizung, für die Scheibe, dass das nichts vereist. Und Anti-Eis auf automatisch für die Triebwerke und die Flügel darauf anschalten, da wir eben keine Vereisung haben. Und dann können wir das Lufttriebwerk, was wir vorher angeschaltet haben, wieder ausschalten, braucht man nicht mehr. Wir haben jetzt unsere beiden Haupttriebwerke, die fliegen und ja. So, wenn wir die Höhe erreicht haben, kriegen wir gleich den Befehl. Wir sehen hier, der dreht sich Richtung Flugroute. Also es passt alles, der macht alles. Und wir sind sogar doch über den Wolken. So. Jetzt gehen wir hier 13.000 Fuß zum machen und bestätigen auch mal. Dann wieder drücken. Ja, komm, ist ein bisschen zu schnell. Gehen wir hier ein bisschen runter oder... Soll ich eine gerade Zahl haben? So.
Und wir gehen hier, hier drücken, dann sollte er hochgehen. Wenn er nicht hochgeht, einfach hier nochmal drauf drücken. Und dann sieht das normalerweise, sieht er dann schon hoch, und hier einfach hier oder da drücken, irgendwann sieht er schon hoch. Ob das irgendwie, ob ich dafür zu blöd bin, ob das ein Fehler in der Maschine ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht er jetzt auf die Höhe, er fliegt dahin, wo er hinfliegen soll. Ich fahre kurz, bis er am Kuss ist. So macht der Autopilot, was er will. So funktioniert auch der Autopilot schon. Hier einstellen, das hier einstellen, wie ihr es wollt. Autopilot drücken und die beiden Tasten drücken. Ihr könnt es auch VNAV-Modus einschalten. Dann tut er die Geschwindigkeit selber regeln. Genau, dann tut er jetzt die Geschwindigkeit quasi selber auf die 250, wie ich vorher gesagt habe, machen, und über 10.000 wäre ein bisschen schneller, aber ist genau dasselbe, dass er halt dann, dass er sich halt um die Geschwindigkeit kümmert. Höhe müsst ihr halt trotzdem noch ein bisschen einstellen. Genau, beim Landen habe ich es immer gerne an, ansonsten fliege ich eigentlich immer gerne mit meiner eigenen Geschwindigkeit, weil es einfach schneller geht. Aber ich denke, das auch wieder, wie er selber machen, wie er möchte machen. So. Und damit würde ich sagen, sind wir schon gestartet. Autopilot, was ich euch gerade erklärt habe. Das wäre noch vielleicht wichtig, wir den einschalten. Aus bekommst du nicht mehr drücken. Kannst du deaktivieren, wie du willst. Da ich tue jetzt den Controller, ich fliege mit Controller. Nicht mit Joystick nach unten. Jetzt hört ihr es doch, und jetzt hier draußen der Autopilot, der sitzt hier und hier, Kaution und Check. Und damit habe ich jetzt die Kontrolle über meine Maschine. Jetzt übergebe ich die Maschine wieder. So, genau, das war eigentlich schon alles. Was wir machen müssten, das war schon alles, ansonsten. Würde ich sagen, es sitzt die Maschine, die geht auch dahin, wo die hingehen soll. Und hier kommt auch gleich an, die Landung kommt auch gleich. Ein bisschen runter mit der Fluggeschwindigkeit, oder? So, die Maschine fliegt dahin, wo die hinfliegen soll. Autopilot klappt, das funktioniert alles soweit. Und ja, das war ein Start. Und das nächste Video findet auf meinem Kanal Grauer Wolf, dann wie wir landen mit ILS. Genau, ich mache es auf zwei Videos, weil die meisten schauen sich ja eh nicht alles immer an, deswegen im nächsten Video dann, ich werde es euch, wenn ich dran denke, verlinken unten in der Infobox. Und genau, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, kommentiert, und wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach unten da, kommentiert aber auch, was ich besser machen kann, und danke. Bis zum nächsten Mal, euer Grauer Wolf. Where did you...